Dann weiter mit der Kontrakturprophylaxe. Kontraktur, das heißt zusammenziehen, es ist eine Gelenkversteifung. Ganz allgemein bei schwer erkrankten und bettlägerigen Bewohnern und bei Ruhigstellung und Schonung kann sich eine Gelenkversteifung, also eine Kontraktur und Muskelatrophie, also Schrumpfung der Muskulatur, entwickeln. Es kommt zur Beuge- und Streck-, Abduktion, also Wegführen vom Körper, Adduktion, Heranführen zum Körper kommen. Dabei handelt es sich um eine Funktionseinschränkung und Bewegungseinschränkung der Gelenke, die durch Verkürzung von Muskeln und Sehnen sowie durch Schrumpfung der Gelenkkapsel verursacht wird. Eine besondere Art der Kontraktur ist der Spitzfuß. Der Spitzfuß entwickelt sich ganz häufig, wenn Bewohner, die die meiste Zeit im Bett verbringen, die Bettdecke zum Beispiel auf den Zehen liegt. Eine Bettdecke kann noch so leicht sein und trotzdem drückt sie auf den Zehen. Das ist halt eben Gefahr. Die Zehen biegen sich nach unten und entsteht ein Spitzfuß. Man muss sich das vorstellen wie ein Ballettfüßchen. So, welche Personen sind besonders gefährdet, einen Spitzfuß zu bekommen? Ja, das sind Personen, die mit entzündlichen und degenerativen Gelenkserkrankungen leben. Das heißt degenerativ fortgeschritten. Oder Gelenke, wo die ruhiggestellt wurden, ja, die eine Schonhaltung haben. Oder bei einer Lähmung zum Beispiel. Ja. Oder Patienten, die Verbrennungen haben in Gelenksnähe, die Verstauchungen haben, die vielleicht den Arm gebrochen haben. Sie kennen das vielleicht, man hat den Arm gebrochen, er kommt in eine andere Körperhaltung. Ja, und wenn jemand nachher wieder, wenn der Bruch abgeheilt ist, dann wird er wahrscheinlich erst zum Physiotherapeuten gehen müssen und Bewegungsübungen also in dieser Richtung machen müssen. Es ist eine sehr unangenehme Sache, diese Kontraktur. Wer schon mal in einem Pflegeheim gearbeitet hat, der hat diese Bewohner wahrscheinlich schon kennengelernt. Das sind Bewohner, die zum Beispiel die Hände zusammenkrallen, ja, oder wo der Arm stark angewinkelt ist, die Knie vielleicht angezogen sind, die in Embryonalstellung im Bett liegen. Also es ist eine sehr unangenehme und schmerzhafte Sache für diesen Bewohner. Und da ist es ihre Aufgabe, prophylaktisch, also vorbeugend, zu arbeiten. Ja. Ganz wichtig, allgemein bei allen Prophylaxen, ist rechtzeitige oder frühzeitige Mobilisation der Bewohner. Ja. Bewegungsübungen. Ja. Es gibt aktive, passive Bewegungsübungen, das heißt, ja, der Bewohner kann noch selber, dass man ihm das dann halt eben sagt, so machen Sie mal öfter Hand auf und zu, ja, oder wir boxen mal in allen Richtungen, oder wir drehen unseren Fuß so weit wie möglich im Gelenk, ja, Knie anziehen, strecken und so weiter. Das sind alles Dinge, die der Bewohner vielleicht bei der aktiven Prophylaxe noch selber machen kann. Wenn er das nicht kann, dann sind Sie gefragt, nee, dann müssen Sie das machen, dass Sie die Gelenke des Bewohners mehrmals täglich durchbewegen. Das heißt nicht einfach nur morgens bei der Grundpflege, da kann man schon mit einfließen lassen, wir reden ja von rationell arbeiten, ja, sondern auch mehrmals am Tag das einfach machen. Ja. Ja. Wichtig auch, weil auch Gelähmte betroffen sind, dass immer ein regelmäßiger Lagerungswechsel erfolgt. Ja. Aber natürlich ist auch da zu beachten, dass man einem Bewohner auch eine Kontraktur anlagern kann. Ja. Einfach darauf achten, nicht so viele Kissen nehmen und auch da der geregelte Wechsel. So, mit allem, was ich mache, prophylaktisch, verbinde ich immer ein Ziel. Was ist mein Ziel bei der Kontrakturprophylaxe? Bei der Kontrakturprophylaxe ist einfach mein Ziel, ja, dass der Bewohner sich weiterhin gut bewegen kann, ja, dass die Gelenke sich nicht versteifen, ja, dass sie funktionstüchtig bleiben. Und auch, indem ich ihn ständig immer auffordere, also selber was zu machen, diese Eigenaktivität. So kann ich Kontrakturen vorbeugen. Wenn jemand eine Kontraktur hat und der hat den Arm stark angewinkelt, der kann ihn nicht mehr runter machen, ja, dann ist natürlich auch da die Gefahr, wieder da Intertrigo in den Achselhöhlen zu bekommen oder unter der Brust zu bekommen. Von daher Mobilisation das A und O.
Gelenke mehrmals täglich durchbewegen. Und das kann man auch machen in einer Seniorengymnastikstunde. Ich rede von prophylaktisch, das heißt, die Gelenke sind noch intakt. Sind Gelenke nicht mehr intakt, wird häufig ein Physiotherapeut bestellt, der halt Bewegungsübungen macht. Die kann ich mir als Pflegekraft mit anschauen. Ja. Aber arbeiten Sie niemals gegen Widerstand. Ja, einfach den Arm jetzt mal so weit wie möglich, sondern achten Sie darauf, wenn Sie das machen, schauen Sie ins Gesicht des Bewohners, verzieht er das Gesicht. Das heißt, er hat Schmerzen bei dem, was Sie jetzt gerade machen. Ja, hören Sie auf. Was man in vielen Häusern sieht, auch als vorbeugende Maßnahme, ist zum Beispiel, ja, bevor der Bewohner anfängt, immer diese Hand, diese Faust zu machen. Das geht so weit mit dieser Faust, dass er die nicht mehr aufbekommt. Das heißt, sie können die Hände nicht mehr richtig waschen, die Fingernägel nicht mehr schneiden. Fingernägel wachsen teilweise in die Hand hinein. Also eine ganz unangenehme, schmerzhafte Sache. Und man muss ganz klar sagen, ja, hat ein Bewohner die Hand geschlossen, ja, kann diese Hand von innen faulen. Ja, in vielen Häusern wird das prophylaktisch gemacht, dass man dem Bewohner einen zusammengerollten Waschlappen in die Hand legt, was natürlich total falsch ist. Ja, ich zeige Ihnen das mal anhand dieses Stiftes. Ja, wenn ich mir jetzt diesen Stift in die Hand lege, automatisch ist ein Reflex, mache ich die Hand zu und halte diesen Stift fest. Sobald jemand was in die Hand gelegt bekommt, ja, hält man fest. Das ist kontrakturfördernd. Also nichts in die Hand legen, sondern mehrmals am Tag diese Bewegungsübungen machen. Ja. Natürlich trotzdem immer darauf achten, dass die Hand sauber ist, dass sie nicht verschwitzt ist, dass sie feucht ist, nicht, dass es noch Intertrigo gibt zwischen den Fingern oder in der Hand. Also es wird nichts reingelegt in die Hand. Das ist ganz wichtig, wenn Sie prophylaktisch arbeiten. Ansonsten fördern Sie die Kontraktur. Kommen wir nochmal zurück zum Spitzfuß, also dieses Ballettfüßchen. Was macht man da? Auch da mehrmals täglich das Fußgelenk durchbewegen. Oder Sie gehen mit Ihrer Hand, drücken gegen den Fuß des Bewohners, sodass er immer noch wieder Boden spürt. Ja, und halt vielleicht auch mal dagegen drückt, gegen Ihre Hand. Gegebenenfalls, wenn möglich, diesen Bewohner auf die Bettkante setzen, das Bett so weit runterfahren, dass er mit seinen Füßen den Boden auch spürt. Also das einfach nochmal zur Spitzfußprophylaxe. Was man früher gemacht hat, man hatte Bewohnern, die gefährdet sind oder waren, hat man hohe Schuhe angezogen, sodass der Fuß eigentlich nicht so gut nach vorne kippen konnte mehr. Aber das macht man heute nicht mehr. Man sollte wirklich mehrmals am Tag die Gelenke durchbewegen. Ja, weil Kontraktur eine sehr, sehr schlimme Sache ist. Kommen wir nochmal zurück zur Dehydrationsprophylaxe. Dehydration ausdrücken. So, das heißt Austrocknen des Körpers. Man muss auch gar nicht groß überlegen, warum, weshalb, wieso, sondern wenn ein alter Mensch dehydriert, ja, dann ist es häufig eine Folge von Flüssigkeitsmangel. Das heißt, der Bewohner hat zu wenig getrunken. Ja, was hat ja immer noch wieder passiert, dass Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert werden, ja, weil sie dehydriert sind. Ja, und dehydriert, das ist eine ganz gefährliche Sache, der Bewohner kann daran sterben. Also ganz wichtig, einfach darauf achten, dass der Bewohner ausreichend trinkt. Aber woran liegt es vielleicht, dass ein Bewohner nicht genug trinkt? Vielleicht schmeckt es ihm nicht, immer nur Wasser zu trinken. Ja, vielleicht möchte er auch nicht aus einem Plastikbecher trinken. Ja, vielleicht kriegt er auch einfach die Flasche, die sie ihm einfach mal so hingestellt haben. Vielleicht kriegt er die Flasche einfach nicht los. Ja, das sind so eigentlich ganz einfache Sachen, woran es liegen kann, dass ein Bewohner unter Flüssigkeitsmangel also einfach zu wenig trinkt.
ein Grund, auch wenn jemand nicht mehr trinkt, er ist des Lebens müde, er möchte nicht mehr leben, er hört auf zu essen und er hört auf zu trinken. So, Prophylaxen, Ursachen ausschalten. Das ist mal einfacher gesagt. Wie kriege ich jetzt jemanden, der zu wenig trinkt? Wie kriege ich ihn dazu, dass er jetzt mehr trinkt? Vielleicht hat er auch sein ganzes Leben zu wenig getrunken. Also, ich setze mich zu ihm. Ich trinke einfach mit ihm. Vielleicht trinke ich mit ihm einen Tee zusammen. Wir prosten uns zu. Ja? Vielleicht schaue ich mal in der Biografie nach. Ja, vielleicht hat er früher gerne Orangensaft, Apfelsaft oder ein Bier oder ein Wein, irgendwas gerne getrunken. Dass ich das einfach berücksichtige und ihm sein Lieblingsgetränk zum Beispiel anbiete und nicht immer nur Wasser. Das sind einfach solche Sachen, die gar nicht schwierig sind, diesen Flüssigkeitsmangel abzustellen. Es kann natürlich auch sein, wenn jemand dehydriert oder exsikiert, was das gleiche ist wie austrocknen, ja, Flüssigkeitsverlust. Ja, der Flüssigkeitsverlust aufgrund von Durchfall, Erbrechen, vielleicht zu starke oder zu viel Diuretika, das sind Entwässerungstabletten, ist häufig auch ein Grund, warum jemand dehydriert, also austrocknet. Ein Grund auch noch, warum Menschen zu wenig trinken, alte Menschen zu wenig trinken, das ist einfach, sie haben Angst, sie schaffen den Weg zur Toilette nicht. Ja, und machen vielleicht, können den Urin nicht mehr halten und die Hose wird nass. Oder Toiletten sind gerade besetzt. Ja, das sind so verschiedene Gründe und sie sind da gefragt, das abzustellen. Und es ist immer ganz wichtig zu gucken, was trinkt er gerne. Ich stelle ihm einfach ein Glas hin und keinen Plastikbecher, der schon ein bisschen unsauber aussieht vom Tee. Und ich setze mich einfach dazu. Soweit kurz die Dehydrationsprophylaxe. So, was ich jetzt als letztes Prophylaxe mit Ihnen erst nochmal besprechen möchte, das ist die Sohn- und Parotitis-Prophylaxe. Ja, Sohn, das ist der Mundpilz. Parotitis, auch Speicheldrüse. Einige von Ihnen kennen das vielleicht, diesen Mundpilz, der natürlich verschiedene Ursachen haben kann. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, das sind Beläge, die sich auf Zunge und Wangen befinden und also auch sehr unangenehm sind. Von daher schauen, dass man die Prophylaxe geregelt durchführt. So, die Risikofaktoren. Woran kann es liegen, dass Menschen Sore bekommen? Ja, welche Gefahren sind da? So, zum Beispiel die Mundtrockenheit. Zum Beispiel durch längeres Atmen durch den Mund, bei Atemnot oder auch bei Sterbenden. Wenn der Allgemeinzustand sehr schlecht ist, der Mensch ist abwehrschwach, ja, er hat vielleicht schon Vorerkrankungen in der Mundhöhle. Was auch wirklich ganz häufig der Fall ist, zu viel Zucker. Zuckerhaltige Nahrung begünstigt diesen Pilz, dieser Pilz Candida albicans. Ja? Diabetiker sind auch besonders stark gefährdet, einen Pilz zu bekommen, aufgrund des Zuckers im Blut. Was muss ich machen, damit Menschen nicht diesen Mundpilz bekommen, der natürlich sehr, sehr unangenehm ist? Ja? An oberster Stelle Mundpflege. So, bei der Grundpflege morgens darf man nicht vergessen, die Mundpflege durchzuführen. Ja? Das ist total wichtig,
eine geregelte Mundpflege durchzuführen, um auch gegebenenfalls vielleicht noch Speisereste zu entfernen. Ja. Auch da spielt wieder die Flüssigkeit eine große Rolle, ne? Dass der Mensch, dass man sich versuchen, eben ausreichend oder entsprechend Flüssigkeit zu geben, 1,5 bis 2 Liter, wenn vom Arzt nichts dagegen spricht. Ja. Wichtig ist auch Speichelfluss anregen. Wie rege ich den Speichelfluss an? Ist da die Frage, ja, wenn bei mir regt sich der Speichelfluss schon, wenn ich nur an eine Zitrone denke. Einfache Mittel. Ja, was man machen kann, auch prophylaktisch, ein Antimykotikum, also ein Mittel gegen Pilz schon geben. Ja, Anfeuchten der Mundhöhle bei Menschen, die gar nicht mehr trinken können, aber natürlich nicht mit Kamillentee, weil Kamillentee trocknet eigentlich noch mehr aus. Ja. Sie machen diese ganzen Sachen, Sie achten drauf, Sie arbeiten prophylaktisch. Was ist Ihr Ziel? Man setzt sich ja ein Ziel. So, der Bewohner hat wieder eine schöne, feuchtrote Mundschleimhaut. Ja, der Mund ist wieder frei von Belägen. Ja. Der Patient kann endlich wieder schmerzfrei kauen, er hat kein unangenehmes Gefühl durch diese Ablagerungen im Mund und er kann vernünftig wieder schlucken. Das sind so diese Sachen, einfach geregelt Mundpflege machen. Es ist auch nicht zeitaufwendig, es fließt morgens bei der Mundpflege schon mit ein. Wenn jemand gefährdet ist, sollte man das also mehrmals am Tag schon machen. Es ist immer noch einfacher zu machen, als wenn er näher einen Sohn hat und ich muss die spezielle Mundpflege durchführen. Die ist natürlich sehr zeitaufwendiger, auch nicht unbedingt angenehm für den Bewohner. So, man nennt diese Prophylaxe zusammen, Sohr und Parotitis zusammen, nennt man zusammen, weil sie auch zusammen hängt. Ne? So, bei der Parotitis, das ist eine Ohrspeicheldrüsenentzündung, hat häufig zu tun mit mangelnder Kaufähigkeit, sowie Ansammlung von Streptokokken oder Staphylokokken. Ja, also da spielt auch wieder der Speichelfluss eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Die Ursachen von einer Parotitis, die sehr, sehr schmerzhaft ist, ja, auch da wieder mangelnde Mundpflege. Ja. Es kann auch sein eine Ernährungsstörung. Ja, zum Beispiel Menschen, die unter Nahrungskarenz gesetzt worden sind vom Arzt. Die dürfen nicht zu sich nehmen. Ja, der Mund trocknet aus, das sind alles Gründe. Oder auch Patienten, die eine Magensonde haben, also eine parenterale, wo nichts über den Mund geht, sondern vielleicht Infusionen bekommen. Bestimmte Medikamente, Zytostatika, das ist die Chemotherapie, sind Krebsmedikamente, Antibiotika beeinflussen und schädigen oder können die Mundschleimhaut auch schädigen. So, ebenso zu dieser Risikogruppe gehören Tracheostomierte, ja, also wenn die einen Schlauch durch den Mund in den Hals bekommen zur Beatmung. Ja. Menschen, die erhöhte Diurese haben, das heißt, die sehr viel entwässern, ja, nicht nur aufgrund von Diuretika, sondern auch zum Beispiel Diabetiker entwässern mehr als der Nicht-Diabetiker, ne? Ja, die auch Probleme haben, eine Parotitis zu bekommen, das sind die Menschen mit Schluckstörungen, die nicht mehr gut essen können, die sind also schon belastet. Auch da wieder das Ziel, anregende Speichelfluss. Ja, das kann man machen mit Bildern von Zitrone. Manchmal sind es Gerüche, ja. Ja, man sagt so vielleicht mal auf Brotkrumen kauen lassen, was natürlich für alte Menschen ein bisschen schwierig ist. Ne? Darauf achten, ausreichend Flüssigkeitszufuhr wieder geben. Es gibt dann diese Lemon Sticks, das sind die großen Watteträger, die vielleicht diese zitronigen Geschmack haben. Bepanthen, Glandosan, Bepanthen kann man machen, Glandosan,
Das ist so, es gibt auch